Die Abhängigkeitsbewahrung ist das zweite Korrektheitskriterium für eine Zerlegung eines Relationsschematas R in Teilschematas R1 bis Rn. Diese Verlustlosigkeit hatten wir ja zuvor schon besprochen. So, was bedeutet nun Abhängigkeitsbewahrung? Wir betrachten so eine Zerlegung von R in diese kleineren Relationen R1 bis Rn. Und wichtig ist, wenn ich so die initiale Menge von oder die geltende Menge von funktionalen Abhängigkeiten auf dieser großen Relation betrachte, die wir FR nennen, und möchte jetzt Tupel einfügen oder ändern. Und natürlich in der Zerlegung bedeutet das, dass ich diese Tupel in diesen kleinen Tabellen einfüge, weil die große gibt es ja gar nicht mehr. Und was Abhängigkeitsbewahrung verlangt, ist, dass ich die beim Einfügen in diese kleinen Relationen keinen Fehler mache bezüglich der ursprünglichen Menge von funktionalen Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich Tupel in diese kleinen Relationen einfüge, muss dennoch gelten, dass keine von diesen funktionalen Abhängigkeiten auf der großen Tabelle verletzt werden. Das heißt, diese funktionalen Abhängigkeiten müssen lokal auf den einzelnen Schematas überprüft werden können. Warum ist das notwendig? Man könnte ja auch sagen, ich habe ja die Zerlegung gemacht, möchte jetzt ein Tupel einfügen oder ändern und muss eben schauen, ob das Tupel oder diese Veränderung eben diese FDs aus FR einhält. Jetzt könnte man sich überlegen, wir berechnen einfach den Join zwischen diesen einzelnen Tabellen, erhalten dann die große Tabelle R, können dann natürlich hier diese FDs überprüfen, ob die denn weiterhin gelten. Und wenn nichts verletzt ist, können wir diese Tupel in die kleinen Tabellen einfügen. Das Problem dabei ist, dass es eben sehr teuer ist, diese einzelnen Tabellen mit einem Join zusammenzufügen, sodass eben die Abhängigkeitsbewahrung garantieren soll, dass man diesen Join nicht machen muss, die einzelnen Tupel verändert oder einfügt in den lokalen, in den kleinen Tabellen R1 bis Rn, aber dennoch eben diese globalen, diese ursprünglichen Abhängigkeiten bewahrt bleiben. Das bedeutet für so eine Zerlegung, dass ich diese funktionalen Abhängigkeiten spezifiziere, welche auf diesen einzelnen kleinen Tabellen nun gelten. Und es muss gelten, dass die initiale Menge, also FR, äquivalent ist zu der Vereinigung von den FDs auf den kleinen Tabellen. Eine Äquivalenz, wie wir gesehen haben, ist ja definiert durch die Hülle von diesen FD-Mengen. Eine Zerlegung, die dieses einhält, also die Abhängigkeiten bewahrt, nennt man auch hüllengetreue Dekomposition. Ein Beispiel, wo dies nicht gilt, also wo die Zerlegung nicht abhängigkeitserhalten ist, das ist hier gegeben. Wir betrachten eine Relation Postleitzahlverzeichnis mit Straße, Ort, Bundesland und Postleitzahl und wir machen folgende Annahmen. Erstens, dass Orte eindeutig identifiziert werden durch den Namen innerhalb eines Bundeslandes, dass sich innerhalb einer Straße sich die Postleitzahl nicht ändert und dass Postleitzahlgebiete nicht über Ortsgrenzen und Orte nicht über Bundeslandgrenzen hinweggehen. Daraus ergeben sich die folgenden funktionalen Abhängigkeiten. Wenn wir die Postleitzahl kennen, kennen wir Ort und Bundesland. Und wenn wir Straße, Ort und Bundesland kennen, kennen wir die Postleitzahl. Ich denke, das macht auch aus dem allgemeinen Verständnis von solchen Dingen in der echten Welt Sinn. So, jetzt betrachten wir für dieses Beispiel folgende Zerlegung von dieser großen Tabelle Postleitzahlverzeichnis in die Tabellenstraßen und in die Tabellenorte. Wir sehen hier in Straßen speichern wir Postleitzahl und Straßen ab und in Orte speichern wir Postleitzahl, Ort und Bundesland ab. Wir können schon sehen, dass wenn man sich die beiden FDs hier anschaut, es keine Tabelle gibt, wo diese hier drin steht. Also wo diese Attribute innerhalb von der zerlegten Tabelle drin stehen. Das ist hier unten die, da ist zwar Postleitzahl, Ort und Bundesland, aber da fehlt die Straße. Und hier oben, das ist natürlich auch nicht passend. Aber das heißt ja noch nicht, dass das am Ende auch wirklich schief geht, weil im Allgemeinen betrachtet man ja nicht
die wirklichen Mengen von FD, sondern die Hülle, wie vorher definiert. Also wir schauen ja auf die Äquivalenz von dieser Vereinigung, von den FDs, die lokal gelten, bezüglich den FDs, die hier oben gelten, auf der großen Tabelle. Okay, gehen wir erstmal einen Schritt weiter und betrachten konkrete Daten. Wir sehen hier oben eine Ausprägung für dieses Postleitzahlverzeichnis. Wir haben hier Frankfurt in Hessen und Frankfurt in Brandenburg mit den jeweiligen Straßen und Postleitzahlen, die angegeben sind. Wenn wir jetzt auf Postleitzahl und Straße projizieren, beziehungsweise Ort, Bundesland und Postleitzahl, erhalten wir eben diese Zerlegung in die beiden neuen Tabellen, diese kleinen Tabellen, Straßen und Orte. Diese Zerlegung ist erst einmal verlustlos. Warum gilt das? Naja, das gemeinsame Attribut ist Postleitzahl. Das wird ja als Join-Attribut benutzt, wenn wir die beiden Tabellen zusammen verknüpfen möchten, verbinden möchten. Und wir haben die Abhängigkeit, dass Postleitzahl Ort und Bundesland bestimmt. Das heißt, ausgehend von so einem Tupel hier würden wir auf der rechten Seite eben eine eindeutige Zuordnung finden. Das heißt, die Zerlegung ist verlustlos. Gehen Sie noch mal ein paar Folien zurück. Da ist genau das definiert, dass eben in diesem Falle PLZ als das gemeinsame Attribut eben die andere Tabelle, in dem Fall Straßen, funktional bestimmt. Okay, aber was ist jetzt mit der Abhängigkeitserhaltung? Warum gilt die nicht? Die gilt nicht, weil wir zuvor auch schon gesehen haben, dass eben diese FD, diese große, nicht gilt. Also das heißt, es gibt kein Teilschema hier, auf dem wir die überprüfen können. Und auch die andere FD ist nicht ausreichend, um eben diese FD irgendwie wiederzugeben. Das heißt, das Schema ist nicht oder die Zerlegung ist nicht abhängigkeitserhaltend. Konkret bedeutet das, dass sich folgende Tupel einfügen kann in diese Zerlegung. Das heißt hier Goethestraße mit einer anderen Postleitzahl, wie hier oben. Das ist kein Problem. Und ich kann auch Frankfurt in Brandenburg mit einer anderen Postleitzahl einfügen. Das ist auch in Ordnung. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, was passiert, wenn ich diesen Join berechne zwischen diesen Zerlegungen, erhalte ich dieses Tupel hier unten. Das darf aber nicht sein, da dieses Tupel, die funktionale Abhängigkeit, dass Straße, Ort und Bundesland die Postleitzahl bestimmt, verletzt. Denn einmal haben wir hier die Goethestraße in Frankfurt-Brandenburg mit dieser Postleitzahl und eben einmal mit dieser Postleitzahl. Und das darf nicht sein. Wenn wir diesen Join vorher berechnet hätten, hätten wir natürlich sehen können beim Einfügen dieses gesamten Tupels, dass das nicht funktioniert. Aber dann hätten wir eben den Join ausführen müssen, was natürlich teuer ist. Aber dies ist ein Beispiel für eine nicht abhängigkeitserhaltende Zerlegung. Und ich denke, hier ist auch klar, was die Konsequenzen sind, nämlich dass wir nicht mehr garantieren können, dass die funktionalen Abhängigkeiten eingehalten werden, wenn wir Tupel in die einzelnen Relationen R1 bis Rn, also die kleineren Relationen, die Zerlegung eben einfügen. Zusammenfassend für diese Einführung in Entwurfstheorie kann man sagen, dass wir definiert haben, wann eine Zerlegung eben korrekt ist. Sie muss dafür verlustlos und abhängigkeitserhaltend sein. Verlustlos bedeutet, dass keine Daten dazukommen können und verloren gehen, auch nicht, wenn ich durch ein Join die beiden oder die zerlegten Relationen eben wieder zusammenführe. Abhängigkeitserhalten bedeutet, dass die funktionalen Abhängigkeiten, die existieren, lokal überprüfbar sein müssen, weil man ansonsten Dinge einfügen kann in die Datenbank, die eben initial, also in der großen Tabelle, gar nicht möglich gewesen wären, einzufügen, weil sie dort die FDs verletzen. Also wir haben nur bislang betrachtet, wann eine Zerlegung korrekt ist. Und nun betrachten wir, wie wir so ein Relationsschema in der Güte bewerten können durch Normalformen und wie wir diese Normalform erzeugen können durch verschiedene Algorithmen.